und sie fliegt runter und fliegt und fliegt und boom. Ja, willkommen zurück, Freunde, Breath of the Wild und so, nicht wahr? Zeit für das letzte Stück des Xenoblade Chronicles 2 DLC. Ja. Ich verstehe es auch nicht ganz. Ich kann es nur so erklären, weil wir sowas in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge nicht mehr gesehen haben, weil den Klang, zumindest den ersten Klang, den ersten Teil haben wir gesehen. Aber, ja, mehr, beziehungsweise gesehen, gehört, weil ist ein Klang, den hört man, den sieht man nicht, ja. Haben wir gehört und deswegen dachte ich so, yeah, in die richtige Richtung, okay, geh direkt mal hin. Aber dabei hatte ich offenbar die Sequenz unterbrochen. Ja, es klingt crazy, ist aber so. Das muss so sein, ich kann es mir gar nicht anders erklären. Und demzufolge ist das Teil halt erst jetzt komplett erschienen, sag ich jetzt mal. Oder abgeschlossen, die ganze Erscheinungssequenz. Ich habe keinen Schimmer. Wenn man es sonst irgendwie sagen kann. Aha! Ist er irgendwo? Holzpfahl? Drüben, wa? Aua! Wie kommst du jetzt in Besitz eines Feuerpfahls? Aha, so. Ja, ich krieg dich, ich krieg dich. Nö, nö. Aber wir kriegen dafür endlich das letzte Rüstungsteil. Bergungstaucherweste und damit haben wir endlich Xenoblade Chronicles 2 abgeschlossen. Ja, leck mit um Schüppli, also ganz ehrlich. Wie ich hier teilweise verarscht wurde. Ist nicht mehr feierlich. Nicht mehr feierlich. So. Ja, da war die Markierung letztes Mal und weil ich da halt eben das offensichtlich noch ein bisschen getestet habe und gesehen habe, hey, ich bin da nicht, das geht nicht, bin ich wieder hierhin zurück teleportiert, beziehungsweise an den Speicherstadt-Slot geladen vom letzten Partteil, den ich am Ende noch gespeichert hatte, hierhin und dann hierhin aus dem Sinn. Quasi so, war perfekto. Genau. So, jetzt natürlich die Frage, was machen wir genau, war? Ich meine, wir haben noch ein paar Quests, wir hätten auch noch ein paar Schreine. Natürlich alles geil, wir haben hier Exileiwachte, Exilationskurs, Das Problem ist, vor allem was Schreine betrifft. Nehmen wir mal diesen klitzekleinen Schrein hier an, in Kakeriko, den kann ich noch nicht machen, Freunde. Es geht noch nicht. Weil ich noch gewisse Prüfungen hier machen muss, beziehungsweise, und da ist der totale Humbug an der Sache. Ich glaube, das ist sowieso der einzige Schrein, der auf diese Art und Weise aktiviert werden muss, wenn ich mich richtig erinnere. Gut, es sind über 120 Schreine, da kann man sich natürlich auch mal ein paar vergessen und so. Aber damit die Schreinaufgabe möglich ist für diesen Schrein, muss ich erstmal noch ein paar Sidequests in Kakeriko erledigen. Was ist denn das für ein Humbug? Gut, eventuell war es in der Wüste da bei der Gerudo-Stadt ähnlich, wobei ich, also es gab natürlich da auch ein paar Quests und so, aber, nee, warte mal, das war bloß das mit dem Donnerhelm, der abhängig war von anderen Quests, dass ich den bekomme. Aber das war's dann auch schon. Sieht cool aus, wa? Und was habe ich jetzt genau? Schwimm-Ausdauer-Set-Bonus. Das ist natürlich jetzt, wenn man halt... Also man merkt schon, die meisten dieser DLC-Klamotten sind eher für die Anfangsphase gedacht, weil wenn das habe, dann habe ich Set-Bonus, Schwimm-Ausdauer und so. Habe ich das nicht hier auch? Ah, doch. Man sieht das gleich, aber eben habe ich halt noch mit dem Zug, habe ich halt noch die Drehattacke drauf. Was ich ja sonst nicht habe, insofern. Ja, jetzt zeige ich es mal ganz kurz. Im Prinzip sollte es so sein, dass ich hier in der Lage sein müsste, eine Quest zu starten. Und zwar glaube ich sogar mit dem Kado. Sie holt sich aus, ja, verstehe ich zwar. Heißt, es darf nicht rein oder wieder was? Von ihnen ausruhen, ich selber wach. Genau, es geht nämlich um diese Kugel hier. Das einmal so berühren. Ja. Du hast schon alles gesehen, oder? Wie alles? Das ist eine Prinzessin, kann ich sehr schützen, ermutigen zugleich. Link. Die Prinzessin findet sich seit 100 Jahren im Kampf mit dieser Bestie. Ganz allein gestellt. Du musst es schaffen, bitte rette sie. Ja.
Die Kugel kriegt man eben nur unter gewissen bestimmten Umständen. Ich glaube sogar, das eine haben wir sogar mal gesehen. Da ging es irgendwie um... Danke, Rivali. Da ging es irgendwie um eine Quest entlaufener Hühner und sowas. Ja, sieht man sogar. Also eins zumindest. Ich glaube, das startet mit ihm hier, wa? Geheime Kunst. Ja, tschüss, der ist nicht. Irgendeiner hat so ein Faible für Hühner. Ja, da ist natürlich auch ein Huhn. Ja. Auf alle Fälle sind es irgendwie drei Quests, die ich machen muss, bevor ich hier überhaupt die Scheinaufgabe machen darf. Und ganz ehrlich, die drei Prüfungen oder die drei Quests, die mache ich offscreen. Sorry, das ist mir zu doof. Das verstehe ich auch nicht, hinten, vorne nicht. Das. Nee. Habe ich null, absolut null Verständnis für so etwas. Gut, dann, wenn wir schon am Thema sind, Quests, ich glaube, es wird wieder mal sein, ein paar Sidequests abzuschließen, wenn natürlich noch ein paar, wobei ein paar ist gut. Wir haben aber noch ein paar Schreine offen, gut, den da wird auch noch und so, aber ja, es wird Zeit, Freunde, komm, schließen ein paar Quests ab. Und zwar ist es konkret, ich möchte erst noch das mit den kolossalen Knochen machen. Und dann vermutlich das mit Tabula Rasa, damit wir die endlich mal abgeschlossen haben. Und die restlichen Quests, ich glaube sogar, ich lasse die links liegen, ganz ehrlich. Ich muss ganz ehrlich zugeben, jetzt mittlerweile. Vielleicht müssen wir noch mal ein paar Wochen Versteigerung wieder eine Pause machen und so, weil jetzt bin ich halt wirklich ein Marathon oder mit überlangen Folgen und so. Aber ich will es endlich hinter mich bringen. Und zwar so, dass wir eigentlich Spaß dran haben, nicht, dass ich irgendwie so, heiß, ja, denke ich weiß. Der Preis ist heiß. Und nicht so, dass ich nachher im Endeffekt sagen muss, oh, das Spiel war scheiße und das nur, weil ich ihn da halt ein bisschen durchwaschen musste. Nee, das will ich nicht. Also auch nicht verdient, das Spiel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was zum. Ah, stimmt, das war der Zwischenboss hier, wa? Guck! War das nicht? Der lebt sogar wieder, krass. Guck! Ich will nochmal ganz kurz gucken, wie er schon da hieß. Irgendwie Namen? Hä, muss ich Talern haben? Nee. Mega Magma Rock. Ja, ist eine Mega Digitation. Hui, das ist aber knapp, hey. So, was mache ich jetzt? Genau, kolossale Knochen. Wieso fliege ich da hin? Man sieht es auf der Karte, also ganz ehrlich. Haben ein bisschen geguckt und so und das. Ja, weiß auch nicht, wieso ich nicht vorher schon die Idee kam, das muss da sein, geht gar nicht anders. Titanen prüfen, muss ich nochmal platt machen? Nee. Wäre so irgendwie krass, aber nee. Hey, kommt der hier hoch? Alter! Er trifft noch weit, wa? Ist er irgendwie sauer? Will er Revanche? Will er Rache? Man weiß es nicht. So, da unten ist es. Muss ich mal ganz runter, können sogar von hier aus Foto schießen, oder? Du. Ich überlege sogar ernsthaft nicht, bevor ich da eben da halt mit dem Schrein und so in Kakeriko mache, nicht sogar vorher bereits die anderen Schreine machen, zum Beispiel auch der auf der Anelspitze. Irgendwie, weiß auch nicht, irgendwie tut ein bisschen Bock drauf. So. Maximum erreicht. Ja, ich weiß. Maximum erreicht, das heißt, ich kann noch ein paar löschen, das bringt mir gar nichts, dann weg damit. Dann haben wir das da, das sieht zwar cool aus.
Wieso habe ich ein Foto davon gemacht? Nur weil ich lustig war, oder wie? Das sind nochmal Knochen. Die haben wir schon, genau, ist auch weg. Aber immer noch. Ja, ist doch viel cooler. Das kann auch weg. Der kann auch weg. Die behalte ich mal, die ist cool. Selbes Porträt, naja. Da habe ich viele Fotos gemacht. Ja, ich muss die mal aufscreen ein bisschen löschen und so. Ja gut, es kann wundern, dass alles voll ist. War auch noch fies, weil die gehören auch dazu, aber die kann ich ja gar nicht irgendwie löschen oder so. Doch, könnte ich sogar. Was soll ich? Ich weiß nicht so recht, Freunde, ich weiß nicht so recht. So, wir haben also das mit den kolossalen Knochen gemacht. Drei Bilder. Vom Stall von Marita. Wo zum Henker war der Stall von Marita? Hä? Der ist echt so? Stall von Marita. Man muss jetzt alle Stellen irgendwie abklappern. Alle nicht unbedingt, war mir zum Glück angezeigt. Ach ja. Ja, und so würde ich sagen, es ist vielleicht auch noch möglich, dass wir dann mit Folge 195 dann endlich einmal das zweite DLC abschließen und halt nicht schon alle Schreine haben. Ja, mein Gott, machen wir halt den Rest dann ja später. Ist jetzt auch nicht so wild, wa? Man muss ja echt nicht alles auf einmal machen. So, dann. Auf die Kochdinger mache ich auch keinen Bock mehr drauf. Im Sinkflug! Naja. Mehr oder weniger zumindest. Die Ausdauerleiste geht runter. Wieder hoch. Wieder runter. So, komm. Der Rest direkt noch weg. So. Boah. Direkt umgeschmissen, das ist nicht schlecht. Hey, nehmen wir mal zu Gesicht bekommen. Bitte sehr. Guck mal, hier. Frisch gezeichnet. Bitte hilf auch meinen Brüdern. Hat denn gerade der Hund hier gemacht? Seinen eigenen Schwanz gejagt. Hä? Hallo, Wuffi. Du bist ein braver Wuffi, wa? Ja, ein braver Wuffi. Willst du den Kolossalknochen aus Gerudo sehen? Bitte sehr. Die Frage, die sich so stellt, ist natürlich auch bei den Kolossalknochen. Wen sollen sie überhaupt darstellen? Ich meine, sind Wale? Ja, wenn man es mal so überlegt. Legend of Zelda und so. Wale? Ja, gab es auch. Es gab, glaube ich, insgesamt sogar mehr als drei große Wale. Man anderen gab es bereits bei Skyward Sword, oder? Dann den Windfisch noch aus Link's Awakening und so. Obwohl, eben, Link's Awakening. Darf man das wirklich so quasi betrachten? Ist nicht irgendwie alles ein Traum gewesen und so? Anderes Thema. Dann haben wir natürlich auch noch den Wal aus quasi Meereskönig aus Phantom Hourglass. Aber wie käme der hier hin? Und vor allem spielt wirklich Breath of the Wild timeline-mäßig nach Phantom Hourglass? Naja, also ich glaube, wenn man wie bei so vielen hier in der Welt einfach mal quasi gesagt, komm, ich pack einfach mal alles, was irgendwie von der Zelda-Reihe dazugehört, einfach mal alles ins Spiel rein. Natürlich, um die Leute zu verwirren.
So, was haben wir sonst noch alles? Eine Küche, ich glaube, das lasse ich auch soweit. Schwarze Serie, die ist auch da, lasse ich auch. Jetzt lasse ich das Highwool, lasse ich auch. Schwurde, lasse ich auch so. Das Leibgericht. Maximus muss ich erstmal finden, lasse ich also auch. Kleine große lasse ich auch. Das machen wir noch. Prüfende Schwertes, logisch, Leibwachten noch. Also, ja, die drei machen wir noch soweit. Den Rest lassen wir. Aber kein Bock mehr drauf, muss ich ganz klar zugeben. Und das, warte mal ganz kurz, habe ich den Priester schon geholt? Nee, ich glaube noch nicht, war ein Zora? Im quasi im Priester habe ich glaube ich noch nicht. Ganz mal kurz testen. Aber ja, ich glaube, ich mache es echt so. Ja. Part 195 wird dann der sein, wenn wir das zwei DLC, doch zwei DLC beenden, beladen, recken. Ich halte es in einem Part, den ganz fünften Titanen, wobei mir schon klappen. Also ganz ehrlich, Titanen sind jetzt nicht so groß und mittlerweile auch ein bisschen Erfahrung darin und so. Und auch wenn er vielleicht ein bisschen riesig sein sollte, größer als die anderen, nee, da klappt schon. Plus mit dem vermutlichen Endboss. Die Prüfung der Schwerter, da wird es eh maximal nur drei Parts geben. Passt soweit auch. Da bin ich eigentlich dann ungefähr im Anschluss dran. Dann Schweinebacke. Ja, brauche ich gerne vorhin noch auf den Hard-Modus umstellen. Ja, das könnte alles noch klappen. Könnte alles noch hinhauen. Hey, Sidon, alles klar. War übrigens ein ganz ein knuffiger Junge. Damals noch, 100 Jahren. Wie alt Zora es einfach werden war. So ist er nicht da sogar. Habe ich nicht gerade gesehen, da den alten Knacker. Du, was gibt es? Hat sich aber nie Lanz angestellt? Ja. Rufung erhält. Hm. Wie verstarrte? Was passiert, wenn wir noch weggezogen werden? Oh. Was ist? Was ist, Onkel? Das sieht aber komisch aus. Ich bin Juliana. Juliana? So was sehe ich zum ersten Mal. Kommt Juliana von ganz weit weg? Aus Highwool. Dann haben wir gesehen, sie heißt Didur. Was von uns will geworden ist, ist sie verschwunden. Wir müssen noch sicher bald wieder nach Hause kommen. Kröten? Ich fange jetzt ein paar Kröten zu verdienen. Spurtkrügen, um genau zu sein. Ach so. Besonders leicht. 5 Stück wäre ein guter Anfang, ja. Aber ich jetzt sogar schon. Oh mein ganz. Kurz gucken, hier die Kröten. Vielleicht habe ich sogar 5. Dori. Na nun, du hast doch nur 2 Spurkrönen, Onkel. Ah, okay, gut. Lassen wir's. Ah, hier haben wir ihn. Nee, auch nicht. Verdammt, wo ist jetzt der mit da? Lange drückgedreht ist, ist irgendwie immer. Ist halt ruhig, da sind wir noch zurück. Hm. Ja, ich suche sie mal. Hm. Ich suche sie mal offscreen. Wenn überhaupt mal. Davon getrieben. Naja, aber da war kein Bock mehr drauf, ganz ehrlich. So. Warum mit da? Verdammt, ein Priester, das müsste eigentlich ein älterer Zora sein. Alter, finde ich ständig neue Quests, was ist los? Wird aber schon gemacht. Dann haben schon so viele Hinoxe platt gemacht, da könnte ruhig der schon dabei sein. Ich überlege gerade, weil ich glaube sowieso da auf dem Weg hin wäre, bezüglich eines Schreins. Ah, so, da ist er. Nee, da ist nicht der. Das ist nicht der. Schade. Egal, Expansionskurs. Ein Zora, der mit da endet. Was zum Henker? Wo ist denn der? Will ich nochmal nachgucken, weil sonst ganz Paddel verblödle? Yato. Boah, auch nicht der Richtige. Genau. Ich kann gar noch beitragen. Was heißt ohne? Sie ist auch dabei. Wenn ich weitergehen möchte. Das ist stark verwittert. Zustand befinden. Zusammenfassung, das klingt eigentlich ganz toll.
Es würde ewig dauern. Mit an die Klinge, das halt so, so. Ja, natürlich. Alter! Ich will die Quest abschließen, was passiert? Ich kriege erstmal 10 neue Quests. So kannst du ihn behalten. Haben meine alle älteren Zuhörer einen Sprechfehler? Tja. Guck mal oben nach, wa? König der Zuras! Ihr seid vermutlich nicht, wa? Nö. Was, Tagebuch? Können wir doch eigentlich schon, oder? Mit dem Schwert umgehen können, sogar Erwachsene besiegt haben. Denn er hatte überall Schrammen. Also habe ich ihn geheilt. Wie goldig. Rute, nie doch so groß und rundlich wie er ist, eine lange Nase dazu. Piloten brauchen, er steuern wird. Der Link war hier, weil er her, das sieht ganz anders als damals als Kind. Er wurde zum Ritter genannt für das heilige Bandschwert. Er spricht und lächelt viel weniger als früher. Kopf größer als ich. Ich habe das Gefühl, er blickt ständig über mich hinweg in die Ferne. Eine Titan steuern würde, was auch zu tun hatte. Muss beschützen, ganz schön, Link. Link und länger Zeit mal bei uns erzählen wir den Leuen und Donnerhorne und Sorgen bereite. Es folgt dich ihm, was anschaffen wir doch, ging trotzdem hin und dann geschah es. Und uns geschehen nach Link zog das heilige Bandschwert und besiegt den Leunen. Mhm. In den Bewegungen ich die Wirbelattacke, aber diese Attacke mit meiner Lanze auch schaffe. Fragwürdig. Weg vom unzufälligen Thronsaal. Was für eine Rüstung. Ja, gut. Ja, wir kennen sie eigentlich schon, Freunde. Wir haben sie schon mal durchgelesen. Ist aber trotzdem wieder interessant. So, wo ist der jetzt? Der da, ich meine, sieht auch ein Welt raus. So weit, so gut. Ah, da ist er, endlich. Du bist doch Link! Julian, der vor 100 Jahren mich verzwang, ihm in die Schlacht zu folgen, wo sich der Verrogant anheimfiel. Zwang vor allem. Kann ich es jemals vergessen? Mit Abscheu aus, oh. Link. Jerusalem zurück. Ja, jeder Tag langweilig, jetzt sagt der Tag anders. Oh, wir sind der eins verlassen. Sag mal, was ist der Sinn des Ganzen? Auf deinen Reisen ein verlobtes Paar finden triffst, lass es mich wissen. Hab ich. Das wollte ich hören. Jetzt frag mir die Details. Ja, es gibt ein Dorf, Tabula Rasa und so. Ja, dann gehen wir dahin. Meine, kommst du zurecht? Warte, keine Sorgen um mich. Meine Füße und Flossen. Was ist der Unterschied? Du sollst auch kommen. Ich zoll dir auch Respekt, keine Sorge. Also Freunde, schließen wir die Quests endlich ab nach so langer Zeit. Ab nach Tabula Rasa. Vielleicht auch eher Tabula Rasa? Tja, und dann würde ich sagen, machen wir mich noch kurz auf dem Weg zu einem Schrein. Denn das müsste Panda 193 sein. Das heißt, ich habe noch den Rest dieser Folge plus nächste Folge Zeit für ein paar Schreine. Um die irgendwie zu aktivieren und so, ja, wird lustig. Wird lustig. So, was ich noch ganz kurz machen will, weil passt irgendwie gar nicht so. Da muss ich auch noch ein bisschen gucken, war. Ein Wächterschild ist so weniger, Gungoschenschild noch weniger. Weg. Oh, Waffler brauchen. Na, Waffler brauchst du doch mal noch. Wer weiß das schon. Oh, falsche Richtung. Muss dahin. Nicht zu großem Weh. Obwohl. Vielleicht ein paar Upgrades. Wenn ich schon mal da bin, ganz ehrlich. Die paar Minuten haben wir jetzt auch noch.
So. Hallo, große Fee, hier bin ich. Hm, da bist du ja wieder. An deiner Kleidung sehen. Verstärkung bitte. Ich bin gespannt, was er kann, vor allem was sie kann. Hm, du kannst doch an einiges. Ich denke natürlich an die Twilight Princess Rüstung. Wo ist die jetzt? Ah, hier. Ganz kurz gucken. Okay, da bereits ein drauf, dennoch nicht. Ich habe zwei Sternsplitter. Natürlich jetzt nicht so viel. Haben wir die Schattenmütze, komm. Weil ich möchte ja gar noch, wenn es zum Schluss sind, nochmal platt machen, die alte Schweinebacke, dann halt doch. Im Gewand des Schattenhelden. Vielleicht nicht mehr, oder? Die Himmelsmütze, wenn er so ein Ding, wenn ich noch einen Sternsplitter habe, aber hier ist bereits, ja, bereits ein bisschen doof. Ist das am Ende, ja, warum ist ein Topaz mehr? Ich brauche echt vor allem Topaz und Sternsplitter. Wenn ich echt mal offscreen suchen gehe, ich bin da ein bisschen unschlüssig. Oh, Maxi Barsch. Noch ein bisschen verstärken, ne? Barbarenrüstung, also die hat schon Power. Ich denke mir so, Barbarenkleidung, oder sagen wir mal Ausrüstung, die komplette, plus ein Angriffstrank, dann kann es alleine ziemlich in die Hose machen. Grimmige Gottheimmütze, oh, die braucht bereits ältere Schuppe. Ach du Scheiße. Warum das denn? Barbarenhose, okay, okay. Krass, wie schnell es geht, wa? So, die irgendwie da zu investieren, wird keinen Sinn ergeben, da ich eh das Set nicht voll habe. Oh ja, Amiibo, was wollen wir machen? Hm. Egal, Isolierhelm. Ja. Ja, warum? Bringt eh nichts mehr. Als ob man den noch groß tragen würde, oder? Hm. Aber hey, immerhin Barbarenrüstung habe ich jetzt die eigentlich komplett so, also komplett wieder mal ein bisschen abgegradet. Du verstehst, oder? Die ist zwei. Gut, die ist nur eine. Okay, da muss noch ein bisschen ran. Dann haben wir halt das Schattengewand. Da habe ich jeweils einen Stern drauf. Ist natürlich auch cool. Ja. Alles mal 5. Natürlich sind die ein bisschen besser. Regengewand, Hülle, Kapuze auf Maximum so, aber. Ja, du passt ein Sternsplitter, aber die zu finden ist halt nicht so einfach. Und ganz ehrlich, wenn ich mal gesagt habe, wegen, ja, kannst du mal offscreen suchen gehen und so, aber die Lust ist irgendwie gar nicht mehr da. Und dann würde ich echt am liebsten einfach halt alle Schreine durchmachen und dann, ja, gar nur nochmal auf die Mütze gehen, beziehungsweise natürlich DLC abschließen, das schon. Aber dann hat sich's eigentlich. Taburasa, oh, jetzt sieht's aber echt cool aus. Kann sagen, was du willst. Ja, wie kann ich jetzt das Ganze abschließen? Funktioniert mit euch beiden, wa? Dummster, hallo. Danke, dass du den Zug gefunden hast, der uns hilft. Am Einzug wäre früher mal ein Priester gewesen. Außerdem heißt er Kapoda, was immer mehr. Eigentlich unglaublich, dass man selbst bei solchen Sachen noch jemanden findet, dessen Namen auf da endet. Ja, finde ich allerdings auch. Wenn man so sagen darf. Als nächstes, ja, ja. Zum Glück hat es nicht Link da. Muss man noch einladen. Gäste? Verstehe. Verstehe. Ach du meine Güte. Okay, gut. Es dauert jetzt echt ein bisschen zu lang. Ich setze mal kurz einen Speicherpunkt hier. So. Taburasa, wo war das schon wieder? Rosnik. Nee, da bin ich zu tief unten. Hallo, wo ist schon wieder? Mann! So, Atheno hier. Die Welt ist so groß!
Die Welt ist so fucking groß. Betten. In Betten kannst du bis zum Morgen, Mittag oder Abend schlafen. Deine Herzen werden vollständig aufgefüllt. Wie geil ist das denn bitte? Hm? Lade ein bisschen schneller in Betten auf. Wir wollen das heute noch abschließen. Wir sind also bei 31 Minuten. Ey, also ganz ehrlich. Das ist krass, wie lange das dauert. Aber die Welt ist auch so riesig. Das ist eine gute Frage, wo sind die jetzt? Weil, in meinem Haus sind die vermutlich eher weniger, da ich ja die Quest dort abgeschlossen hatte. Also, meine, ich kann drüber nachgucken, aber... was soll die sonst sein? Ich sehe schon, komm, ich muss ihn dann irgendwie suchen gehen oder was? Ich hoffe mal, sie sind noch da. Oh, Schwein gehabt. Puh, sie sind noch da. Ist nichts mehr zu tun für die hier, aber sie sind noch da. Hallöchen, was sagst du? Ja, Dummster. Dummster heiratet? Ich freue mich für ihn. Gut, ich gehe hin. Hier gibt es gerade eh nichts zu tun. Ja, bitte, geh endlich. Bestimmt spaßig, tja. Toda, komm, wir gehen. Na endlich, Chef. Und sie gingen. Für immer und ewig. Sie setzt sogar die Musik ein. So von wegen, ja, jetzt sind sie halt weg, jetzt kommst du nicht mehr zurück zu deinem Haus. Tja, Pech gehabt. Mann, so. Teleportation! Gut, mir ist heute mit dem Schrein doch nichts mehr, Freunde, weil Part und Ende und so und ja, versteht ja. Ihr versteht das ja. Dann haben wir abgesehen eben da von den beiden X-Dingen, wobei eben das eine X, das werde ich halt erst machen, mal Schloss Hyrule sehen, sprich in der letzten Folge des Let's Plays plus das andere prüfende Schwert, das wird auch erst in 2, 3, 4, 5 Folgen so etwas kommen. Aber ansonsten haben wir die Sidequests für ich finde soweit gemacht. Außerdem noch die für einen Schrein, den ich aber am Offscreen machen werde. Du hast meinen eingeladen, danke! Ja, von mir aus schon. Ich muss um Ruhe bitten. Also. Wir sind heute zusammengekommen, um ein junges Paar im Hafen der Ehe zu verteuern. Was? Dummster ist unser Bräutigam und Powder ist die Braut. Ja, man sieht zwar kaum, aber ist so. Lass uns die Zeremonie beginnen. Dummster. Im Namen der Göttin Hylia, in guten und schlechten Zeiten, nimmst du Powder zur Frau und schwörst sie zu lieben und zu unterstützen? Ja. Na klar, Mann. Sehr schön. Und du, Powder? Im Namen der Göttin Hylia, in guten und schlechten Zeiten, nimmst du Dummster zum Mann? Schwörst du, allen deinen Kindern Namen zu geben, die auf da enden? Was? Okay, Ort ist abgebrochen, es ist vorbei. Moment mal, wer hat diesen Priester denn seinen Text ergeben? Wieso? Ist doch ganz normal. Wenn du zur Yolanda-Familie gehören willst, sollst du Traditionen ehren. Aber Chef, eine Frau in unserer Familie. Der Yolanda-Geist kennt keine Grenzen. Ist das für einen anderen da? Sowas ist noch nie da gewesen. Alter, tut das weh. Da haben... Oh ne, es wird noch schlimmer. Nein, hört auf. Bitte, Powder, geh einfach. Du hast meine volle Unterstützung. Ich gebe dir Rückendeckung. Ich schwöre, oh nee, dieser Gruppenzwang.
Sehr schön. Hm. Und somit entsteht ein neuer Bund fürs Leben. Ja, Link klatscht zwar, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich irgendwie gratulieren soll oder ob es eher das Gegenteil ist. Wegen, ja, tut mir leid für dich. Hm? Möge dir in den See eurer Liebe springen und nie wieder auftauchen. Dabei ja saufen. Aber es ist eine schöne Quest, kann man so sagen, vorne ist echt eine sehr, sehr schöne Quest. Das ist noch nicht vorbei? Die Quest ist immer noch nicht vorbei, was ist hier los? Ihr macht mich fertig, hey. Oder bist es? Danke, dass du dabei warst. Schnüff, falls du etwa? Ich habe nur Staubensäure bekommen. Hm, sag ich auch immer. Sieh, die Tabula Rasa an, ist zu einem richtigen Dorf geworden. Das alles nur mit deiner Hilfe möglich. Vielen Dank. Ja, da schauen wir, was mit ungefähr insgesamt Tun- und Holzbündel alles machen kann. Dreimal Diamanten. Alter. Ja, aber aufräumen. Hm? Dann los, nimm schon. Oh, Gott sei Dank, Freunde. Die lange, lange Quest ist vorbei. Es war eine sehr, sehr schöne Quest, muss ich sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe mir jetzt hier mal in die Falle. Und sage damit, Freunde, vielen, vielen Dank wieder mal fürs Zusehen. Mit dieser extra langen Episode und so. Oh, es ist also hier der... Ja, Link, wie wäre es mit einer Übernachtung in einer Mahlzeit? Dank der Gnade der guten Hühler kann ich dir eine Übernachtung anbieten. Wann soll ich dich wecken? Morgens, ich habe morgen viel vor. In Ordnung, dann ruhe dich jetzt aus. Und ich kriege kein Luxusbett angeboten. Gut geschlafen? Nee? Wo ist mein Luxusbett? Mein Luxusbett, ich wollte ein Luxusbett haben. Totale Schweinerei. Gut, was soll's. Freunde, wie gesagt, vielen, vielen Dank wieder fürs Zusehen hier bei Legend of Zelda Breath of the Wild. Tabula Rasa Quest abgeschlossen. Für mich persönlich gibt es jetzt keine Sidequests mehr, die ich noch zeigen möchte. Außer eben natürlich die beiden, das sind aber Ex-Dinger. Da habe ich bereits gesagt, erst im Schloss Hyrule, ganz am Schluss. Das, wenn ich es schaffe, bereits ein bisschen vorher, also eigentlich bald. Den Rest lassen wir soweit. Ich werde noch die machen, die irgendwie gemacht werden müssen. Vielleicht macht ihr auch Offscreen bis, wenn ich irgendwie Bock drauf habe oder so. Ich glaube, jetzt war es so ein bisschen. In der nächsten Folge Schreine. Und in der übernächsten Folge Ballade Recken, Hauptquest. Endlich mal zum großen Abschluss bringen. Oh ja, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.